herzlich willkommen zu einem weiteren Video, zu einem weiteren Inspirationsvideo. Und heute zum Thema, zum riesen Thema, und zwar zum Thema Eigenliebe. Was ich heute erzähle, was ich euch, was ich dir überbringe, ist aus meiner Erfahrung. Und was ich auch möchte, ist ein bisschen die Idee von dem Konzept gehen und wirklich ins konkrete Handeln gehen. Eigenliebe. Mit anderen Worten auch sich selber sein, total authentisch. Wer möchte das schon nicht? Von mir gesehen haben wir all den Wunsch, egal ob sich für Spiritualität interessiert oder nicht, vollkommen uns selber zu sein, vollkommen uns gerne zu haben, vollkommen hier in der Welt in strahlen. Und was braucht es aber dazu? In den letzten 20 Jahren, das ist etwa so lange, seit ich mich für Spiritualität, für Persönlichkeitsentwicklung, Heilung, Gesundheit etc. glücklich sein, interessieren. Und ja, da habe ich natürlich viel gehört, oh, ja, du musst dich selber gerne haben. Viel bin ich diesem Konzept über den Weg gelaufen, oder begegnet, ja, hab dich selber gerne. Oder noch deutlicher, erst wenn du dich selber gerne hast, kannst du überhaupt da draußen jemanden lieben. Viele werden jetzt nicken, genau, und ich habe schon gehört, stimmt. Und ich sage dir, ich finde das ein totaler Bullshit. Das ist nicht so wahr. So, ich finde, ist das einfach ein Konzept, eine Idee. Und sehr gerne tun wir ja Sachen wiederholen, die andere schon gesagt haben. Weil die Idee, dass du erst kannst lieben, wenn du dich in deiner Gesamtheit gerne hast, ist so in meinen Augen nicht wahr. Du kannst sehr voll in deinem Leben teilen haben, wo du dich gerne hast, vielleicht bist du empathisch, geduldig, fleissig, hast Durchsetzungskraft, was auch immer, liebst oder weisst einfach, du hast viel, du investierst viel Zeit mit deinen Kindern, mit Mitmenschen, Mira, hast ganz viel Passion für einen Sport oder was auch immer und dort innen spürst, dass du dich einfach gerne hast, nimmst du wahr, dass du dich gut fühlst. Das heisst, dort innen hast du schon einen wesentlichen Teil von Liebe und da gibt es Anteile vielleicht wie Ungeduld, wie vielleicht mangelnde Durchsetzungskraft oder mangelndes Dranbleiben, Unkonzentriertheit und so weiter, wo du vielleicht findest, hey, leck. Oder Sachen physisch, wie dicker Bauch, irgendetwas im Körper, das dir nicht gefällt, wo du einfach sagst, hey, dort habe ich mich wirklich nicht gern. Und genau, also mal da, du kannst aber wegen dessen gleich deine Kinder sehr gern haben, deine Tiere sehr gern haben, Mitmenschen, Freunde gern haben, was auch immer das im Leben gern haben. Jetzt, was kann man aber machen, für dass wir noch ein bisschen authentischer werden? Was konkret gibt es, wo ich mache, und da die wirklich ein bisschen weg vom mentalen Konstrukt zu gehen, sondern wirklich ins Jetzt. Also während du das Video los ist oder kurz nachher, eine Übung zu machen und wirklich die ins Jetzt reinzuholen und zu schauen, wie fühle ich mich jetzt wirklich. Nicht wie müsste ich mich fühlen, wie frei möchte ich sein, sondern was ist jetzt wirklich gerade in mir innen da vorhanden. Und wenn du Widerstand hast, Happy Birthday, wunderbar. Widerstand ist überhaupt nichts Schlechtes. Also wenn du spürst einen Widerstand, wie zum Beispiel Wut, Trauer, Angst, dann kannst du ziemlich sagen, ziemlich sicher bist du dann noch ganz an einem richtigen Ort. Und natürlich ist es auch völlig okay, wenn du keine hast, verstehe mich nicht falsch, aber von dem aus, was du jetzt genau hast, lass dich auszugehen, für mit dem zu sein und dem achtsam zu begegnen. Für mich hat das heute Morgen zum Beispiel geheissen. Ich habe gemerkt, an der Füße wollte ich meditieren, aber ich habe gemerkt, es ist unglaublich viel Unruhe in mir. Und ich habe einfach gemerkt, hey, da ist ein Tsunami in mir, also sobald ich abgehockt habe, die Augen geschlossen, ist es einfach wie so eine Waschmaschine in mir durchgegangen. Und dann habe ich gemerkt, okay, bin meinem Impuls gefolgt, dass ich meinen Körper so bewegen soll. So eine Musik über da, meinen Körper anfangen bewegen und anfangen, einen körperfreien Lauf zu lassen. Da ist Wut gekommen, da ist nach Trauer gekommen, ein Moment Angst war da gewesen. Und ich habe einfach das so ausgedrückt, wie es aus mir raus ist. Und genau das lasse ich ein.
Und das ist auch etwas, was Naturvölker einfach noch ganz eben natürlich machen, auch Tiere, im Jetzt einfach gerade wahrnehmen, was kommt und dem Ausdruck verleihen. Anstelle, dass wir unsere Emotionen zurückhalten, wie Wut, Trauer, Angst, oder sie nach draussen im Leben auf andere werfen, sagen, der ist schuld, das ist ein blöder Keib, oder einfach das wütig, wie Furien durch die Welt gehen oder Angst erfüllt durch die Welt gehen. Kannst du diese Emotionen bei dir in einem isolierten Ort begegnen, sie tanzen, sie wahrnehmen, sie akzeptieren einen Moment lang. Und durch das Akzeptieren, dass da auch Wut ist, Trauer ist, transformiert sich das. Also fließt es durch dich durch. Und erst nachher können wir richtig wahrnehmen, was brauche ich eigentlich wirklich. Also zuerst brauchst du mal die Emotionen in Fluss zu bringen. Und nachher ist meistens ein Bedürfnis dahinter, das noch genährt werden wird. Aber als Inspiration lade dich, mach schon mal Schritt 1 und hol dich einfach ab mit den Emotionen, die da sind. Ohne, dass du schon ins Konzept hineingehst. Wieso gibt es die Emotion? Habe ich mich denn nicht gern? Brauche ich mehr Eigenliebe? Und all die Ideen, die so durch unseren Geist gehen können, einfach wahrnehmen. Im Jetzt. Also in dem Moment, wo du bist. Wie fühle ich mich jetzt? Vielleicht kannst du das Video, es tut irgendetwas in dir triggern. Angenehmes oder Unangenehmes. Und dann mach mit dem und nimm einfach wahr, was jetzt gerade ist. Das lasse ich ein und lass im Impuls, was der Körper damit machen will. Vielleicht gehst du ganz still in Frieden, vielleicht gehst du dich bewegen, schreist, grenzt etwas raus und bist einfach mit dem. Das ist eine konkrete Handlung von Eigenliebe, nämlich dir zuhören, was gerade ist. Und nicht irgendeinem Konzept gehen, ich sollte doch lieber sein, ich sollte doch jetzt noch etwas machen. Es nimmt immer weg von dem, was ist. Und das ist eher eine Dissoziation. Also dient dir nicht in erster Linie, dich zu ehren und dich wirklich gern zu haben. Also, schon mal in die Akzeptanz gehen, was für ein Gefühl da ist und mit dem zu sein. Ja, das ist ein unglaublich wichtiger Schritt für Kraft durch dich zu wirken. Und wenn du noch etwas mehr möchtest erfahren in dem und das auch noch begleitet möchtest machen, was total Sinn macht in meinen Augen, an einem gewissen Punkt, an Sachen, die man nicht so wahrnehmen will, dann lade ich dich, komm an eine Erfahrung, an einen Workshop, an ein Wochenende oder sogar an die schamanische Ausbildung, wo es darum geht, wirklich authentisch sich selber zu sein. Letztendlich geht es nicht darum, irgendein mentales Konzept zu leben. Es geht nicht darum, irgendetwas zu wiederholen oder nachzuquetschen, was jemand sagt, nicht etwas, was ich sage, sondern das, was wirklich von Herzen in dir lebt, lass es wachsen, zu mir blühen zu bringen und das abzuholen. Also Widerstand halt abzuholen, Widerstand, wo du aufs Leben hast aufgebaut oder gegenüber dem Leben hast aufgebaut. Und die lernen mit denen umzugehen. Und das geht in meinen Augen und das ist unglaublich wichtig für das Wachsen, für grösser zu werden, für kraftvoller zu sein, für authentischer zu sein und für uns letztendlich wirklich mehr zu lieben. Und das wünsche ich dir von Herzen, dass du dich und dein Leben liebst, dass du Freude hast und das auch authentisch manchmal einfach nicht liebst. Und dass du das dann noch abholst, einfach ganz klar und ehrlich. Ja. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und ich hoffe, dass dir das Video inspiriert. Und ja, lass auch deine Kommentare. Das freut mich auch, tue ich auch sehr gerne lesen und schauen, was das so in dir bewirkt. Ich wünsche dir einen wunderbaren, authentischen Tag voller Akzeptanz und Liebe mit dir selber. Auch.